Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, die Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht kurz vor der Tür. Auch heute meine Prognose, meine Tipps für die EM 2024. Wir gehen hier heute mit dem Kickerrechner, Turnierrechner, durch alle Tabellen durch bis zum Finale und schauen, wer laut meiner Tipps und meiner Prognose Europameister wird. Schauen wir mal. Fangen wir auch gleich an mit der Deutschlandgruppe. Klar, Deutschland ist wieder im Hype durch die zwei Siege. Einmal auswärts in Frankreich und dann zu Hause gegen die Niederlande. Ein richtiger Hype wieder. Auch durch Nagelsmann, muss man sagen, auch durch seinen guten zusammengestellten EM-Kader. Wir fangen aber gleich an mit, ja, Deutschland gegen Schottland. Klar, Schottland ist der Underdog in dieser Gruppe, muss man sagen. Vielleicht auch noch mit Ungarn zusammen. Schottland hat einzelne gute Spieler. Robertson von Liverpool oder McTominay von Manchester United. Ich setze aber gleich auf einen starken 3:1 Startsieg für die Deutschen in die Euro. Zack. Dann haben wir Ungarn gegen Schweiz. Schweiz, muss man sagen, hat schon einen sehr starken Kader mit Sommer, Akanji von Manchester City, Elvedi, Xhaka von Bayer Leverkusen, Zakaria kennt man auch noch oder den All-Star, muss man sagen, Shaqiri oder den Jungstürmer Okafor. Ich tippe hier auf ein, ja, es wird ein knappes Spiel. Ungarn hat auch sehr gute Spieler, viele Bundesligaspieler, ungefähr 6 aus der Bundesliga. Ich tippe hier auf ein 1:1 zwischen Ungarn und der Schweiz. Entschuldigung. So, dann geht's auch gleich weiter. Deutschland gegen Ungarn. Wie gesagt, Ungarn hat schon eine sehr gute Mannschaft, gerade offensiv mit Sloboda, den Ex-Spieler von RB Leipzig. Dazu auch noch Roland Salay vom SC Freiburg, kennt man auch. Und wie gesagt, 6 Bundesligaspieler. Ich tippe aber hier auf ein aber knapp umkämpftes 2:1 für Deutschland gegen Ungarn. Ja, dann haben wir auch Schottland gegen die Schweiz. Ich tippe hier auf ein knappes 1:0 für die Schweizer. Ja, Schottland gegen Ungarn. Ich denke mal, Schottland wird es ziemlich schwer haben in dieser Gruppe. Ich tippe hier auf ein 2:0 Ungarn-Sieg. So, Schweiz gegen Deutschland ist natürlich so gesehen ein Derby, muss man sagen. Ich tippe hier, Deutschland spielt auch gerne das letzte Gruppenspiel, ob bei einer WM oder Euro, gerne unentschieden. Ich tippe hier auf ein 1:1 zwischen Schweiz und Deutschland. So, dann gehen wir auch zack gleich in die zweite Gruppe. Ja, Gruppe B, da sind natürlich sehr starke Mannschaften drin. Italien, Vertreter als Europameister aktuell, Spanien, aber auch Kroatien darf man nicht vergessen mit ihren All-Stars und Albanien ist natürlich der Underdog in der Gruppe B. Dann fangen wir auch gleich an. Natürlich, Spanien gegen Kroatien ist gleich so ein Highlight in dieser Gruppe. Klar, Spanien immer dabei bei den Mitfavoriten, auch jetzt bei dieser Euro. Man ist zwar im Moment nicht so kompakt und stark wie in den letzten 15 Jahren. Man hat aber immer noch eine natürlich sehr starke Mannschaft. Rodri im defensiven Mittelfeld von Manchester City. Olmo wurde nominiert von RB Leipzig, kennt man. Oder Pedri vom FC Barcelona. Morata, der All-Star-Stürmer. Oder auch Joselu, der 2 Tore gegen Bayern geschossen hat. Also, oder Grimaldo von Bayer Leverkusen ist ja auch im spanischen Kader. Natürlich Laporte. Deswegen, Spanien hat natürlich auch noch einen guten Kader. Und Kroatien mit ihren All-Stars, Luka Modric von Real Madrid, Ivan Perisic kennt man noch, Kramaric von Hoffenheim oder Gvardiol, jetzt bei Manchester City, vorher bei RB Leipzig. Man kennt natürlich noch die Spieler von Kroatien. Kroatien ist eine kämpferische Mannschaft. So, ich tippe aber auch hier auf ein 2:1-Sieg für die Spanier gegen Kroatien. So, dann haben wir den aktuellen Europameister, Italien gegen Albanien. Ja, Italien auch, Donnarumma kennt jeder auf der Welt, Bastoni, Di Marco von Inter Mailand oder Nicola Barella ist das da, der italienische Mannschaft, ebenfalls Inter Mailand. Oder natürlich auch Chiesa, kennt man auch. Also Italien hat natürlich auch einen sehr guten Kader, aber in der Offensive im Moment nicht so ganz gut drauf. Mein Tipp aber ist natürlich hier gegen Albanien, tippe ich mal auf ein klares 3:0 für Italien gegen Albanien. Dann haben wir jetzt Kroatien gegen Albanien. Ich tippe hier auf ein 2:1-Sieg für Kroatien gegen Albanien. Dann haben wir jetzt das Topspiel in der Gruppe B. Spanien gegen Italien ist natürlich ein Klassiker. Ich tippe hier auf ein 1:1 Unentschieden zwischen Spanien und Italien. Geht's gleich weiter.
Kroatien gegen Italien, ja, das ist auch wieder so ein Duell. Offensiv ist da sogar Kroatien besser besetzt, sage ich jetzt mal so. Ich tippe aber hier auf ein, ja doch, dann auf ein 2 zu 2 Unentschieden. Albanien gegen Spanien wird dann ein klares 3 zu 0 für die Spanier werden. So würde jetzt meine Tipps für die Gruppe B aussehen. Dann kommen wir jetzt zu Gruppe C. Ja, Gruppe C mit England natürlich als Favoriten, auch mit Favorit auf diese Europameisterschaft. Dann haben wir noch Slowenien, Serbien und Dänemark. Also das sollte für England jetzt nicht das große Problem sein, dort in dieser Gruppe C weiterzukommen. Da haben wir auch dann gleich Slowenien gegen Dänemark. Dänemark ist auch immer so eine kämpferische Mannschaft, die auch hin und wieder mal eine Runde weiterkommt. Slowenien, klar, ist auch eine ganz gute Mannschaft, jetzt nicht der Mitfavorit, keineswegs. Ich tippe hier aber auf ein 1 zu 1 Unentschieden zwischen Slowenien und Dänemark. So, dann haben wir Serbien gegen England. Klar, wie gesagt, England, einer der mit großen Favoriten auf diese EM 2024. Man kennt die Spieler aus England, André Declan Rice, Bellingham in der Megaform bei Real Madrid, Saka von Arsenal London. Oder auch natürlich Harry Kane, den Stürmer vom FC Bayern München. Da hat die Engländer schon einen super Kader bei dieser Euro 2024. Ich tippe hier auf ein 3 zu 1 Sieg von England gegen Serbien. So, dann geht's weiter. Slowenien gegen Serbien. Das wird natürlich ein, ja, spannendes Spiel, kämpferisches Spiel. Ich tippe hier auf ein 1 zu 1 Unentschieden. So, Dänemark gegen England. Klar, England wird das schon, denke ich mal, nach Hause bringen, das Spiel. Ich tippe hier auf ein 2 zu 1 Unentschieden für Dänemark. 2 zu 1 Sieg für Dänemark. England gegen Dänemark. So, Entschuldigung. Dänemark gegen Serbien. Ich tippe hier auf ein, ja, 1 zu 0 Sieg für Dänemark gegen Serbien. So, England gegen Slowenien, das letzte Spiel in dieser Gruppe. Ich gehe mal davon aus, dass England auch das mit 2 zu 0 gewinnen wird. So, das wäre jetzt die Gruppe C. Und wie gesagt, schreib deine Tipps, deine Prognose gleich in die Kommentare. So, dann geht's auch gleich weiter zu Gruppe D. Schauen wir mal. Gruppe D? Ja, Gruppe D ist auch eine sehr spannende Gruppe und sehr stark besetzte Gruppe. Da sehen wir Frankreich, Polen mit Lewandowski, die Niederlande und Österreich. Das ist eine schon spannende Gruppe, muss man sagen. Da fangen wir auch gleich an mit Polen gegen die Niederlande. Ja, die Niederlande, wie immer, sehr gute Spieler. Kennt man Frenkie de Jong, Thia van Dijk, Xabi von Leipzig oder auch Donny Malen von Dortmund mit dabei sein. Also die Holländer haben wie immer eine schon starke Gruppe dabei. Eine gute Mischung, muss man sagen, zwischen Jung und älteren Spielern. Ja, und die Polen natürlich mit Robert Lewandowski, gerade er im Sturm. Ich tippe hier zwischen Niederlande und Polen auf ein 2 zu 1 Sieg für die Niederlande. Dann haben wir Österreich gegen Frankreich. Klar, Frankreich braucht man nichts zu sagen. Ich sag schon, die haben den besten Kader bei dieser EM mit Mbappé, mit Dembélé, mit Griezmann. Die haben eine super und Torwart auch, Manyang vom AC Mailand. Also die Franzosen haben einen super starken Kader. Oder Pavard kennt man noch von Bayern München. Markus Thuram, Ex-Gladbacher, jetzt bei Inter. Also die haben schon eine super Truppe. Und die Österreicher auch, muss man sagen. Jetzt auch mit dem neuen Trainer Rangnick, was heißt neuer Trainer, aber der kennt auch den Fußball vom FF, vom A bis Z. Da haben sie 13 Spieler aus der Bundesliga, die Österreicher. Also schon ein gutes Gerüst, um eventuell ein Geheimfavorit dieser EM 2024 zu werden. Ist natürlich ein schweres Spiel, auch für die Österreicher. Ich tippe hier auf ein 1 zu 1 Überraschungspunkt, muss ich dann trotzdem sagen, für die Österreich gegen die Franzosen. Dann haben wir Polen gegen Österreich. Ja, das wird auch ein spannendes Spiel. Ich tippe hier auf ein 2 zu 1 Sieg für Österreich gegen Polen. Dann kommen wir weiter zu dem Topspiel. Niederlande gegen Frankreich. Das wird ein spannendes und mega Spiel, denke ich mal. Ich tippe hier auf ein 3 zu 2 Sieg von den Franzosen gegen die Niederlande. Dann haben wir Niederlande gegen Österreich. Das wird schon ein spannendes Spiel, auch was eventuell das Achtelfinale angeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Österreicher schon eine Chance haben gegen die Niederlande und ich tippe hier auf ein 2 zu 1 Sieg für Österreich gegen
Niederlande. Dann haben wir Frankreich gegen Polen. Ich tippe hier mal auf ein 2:1-Sieg von Frankreich gegen Polen. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren jetzt schon mal meine Tipps für die Gruppe D. Dann geht es gleich weiter mit Gruppe E. Belgien, Rumänien, Ukraine und die Slowakei. Klar, in dieser Gruppe ist natürlich Belgien Favorit. Auf das Weiterkommen geht's auch gleich los. Rumänien gegen Ukraine. Rumänien hat schon immer, sage ich mal, eine spielrichter, starke Mannschaft gehabt. Ich tippe hier auf einen 1:0-Sieg Rumänien gegen Ukraine. So, Belgien gegen Slowakei. Ja, ich denke schon mal, dass Belgien hier gleich mit einem 2:0 in das Turnier starten wird gegen Slowakei. Slowakei gegen Ukraine. Ja, da ist so ein Spiel schwer einzuschätzen. Ich tippe hier auf ein 1:1 Unentschieden. Dann haben wir Belgien gegen Rumänien. Ja, eigentlich sollte man denken, Belgien klarer Favorit sind sie ja auch. Ich tippe aber hier auf ein 1:1 Unentschieden. So, dann haben wir Slowakei gegen Rumänien. Ich tippe hier auf ein 0:0 beider Teams, also ein Unentschieden. Dann haben wir Ukraine gegen Belgien. Ja, ich denke mal schon, dass die Belgier hier ganz klar gewinnen werden mit einem, ja, okay, 3:1. Denke ich mal, wird Belgien gewinnen gegen die Ukraine. So, das ist jetzt meine Prognose und meine Tipps für die Gruppe E bei der Europameisterschaft 2024. Dann geht es auch gleich weiter zur Gruppe F mit Portugal, Georgien, der Türkei und Tschechien. Natürlich in dieser Gruppe Portugal ganz klarer Favorit, auch mit einem Geheimfavorit auf den Gewinn der Europameisterschaft. Klar, Portugal immer noch mit einer super Mannschaft, immer noch mit Ronaldo. Er ist immer noch dabei, mal gespannt, wann er aufhören wird. Ich denke mal, er wird noch 6 Jahre machen oder so. Aber Portugal hat eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Diego Costa im Tor, auch ein Weltklasse-Torhüter, auch wenn man ihn gar nicht so unbedingt kennt. Aber er ist ein super Torwart. Oder Bruno Fernandes von Manchester United, klar, kennt ihn auch jeder. Oder auch Hildis von Juventus, ein super Talent, muss man sagen, aus der Bundesliga, ex-Bayern, jetzt bei Juventus Turin. Oder natürlich von Real Madrid, Arda Güler, den kennt man, weil er auch mittlerweile in Europa. Oder Rafael Leao vom AC Mailand. So, dann fangen wir gleich an. Türkei gegen Georgien. Der Türkei ist auch immer so ein kleiner Mitfavorit, sage ich mal, wo man immer mit ein bisschen rechnen muss. Ich tippe hier auf ein 2:1-Sieg der Türkei gegen Georgien. Dann haben wir Portugal gegen Tschechien. Ja, ich denke mal, da werden die Portugiesen gleich zeigen, dass man mit ihnen rechnen muss. Ich tippe auf einen 2:0-Sieg von Portugal gegen Tschechien. Dann haben wir Georgien gegen Tschechien. Ja, Georgien hat einzelne gute Spieler, gerade von Neapel, den Linksaußenspieler, der ist super drauf. Ich tippe hier auf ein 2:0 von Georgien gegen Tschechien. Ja, dann Türkei gegen Portugal. Wird ein spannendes Duell. Beide Mannschaften technisch visiert auch die Spieler aus der Türkei. Ich tippe hier auf ein hart umkämpftes, dann trotzdem 2:2 Unentschieden zwischen Türkei und Portugal. Dann schauen wir weiter. Georgien gegen Portugal. Ja, ich denke mal, das werden die Portugiesen gewinnen mit 2:1 gegen Georgien. Dann haben wir Tschechien gegen Türkei. Ich tippe hier auf ein knappes 1:0 von der Türkei gegen Tschechien. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren meine Gruppentipps, meine Prognosen für die Gruppen. So, Spanien gegen Niederlande. Ja, das wird natürlich ein Duell im Achtelfinale. Sehr, sehr spannend. Die sind natürlich auch weitergekommen. Ungarn auch. Das war gerade nicht ganz richtig von mir gesagt. Spanien gegen die Niederlande. Ja, ich denke mal, da werden sich die Spanier durchsetzen mit einem 2:1 gegen die Niederlande. Dann haben wir Deutschland gegen Dänemark. Gut, ich denke mal auch, da wird Deutschland zeigen, dass sie die EM zu Hause gewinnen wollen. Ich tippe hier auf ein 3:1 Deutschland gegen Dänemark. Dann haben wir Portugal gegen Kroatien. Ja, ist auch so ein spannendes Duell. Ich tippe aber hier auf ein, ja doch, spannendes, knappes 1:0 für Portugal gegen Kroatien. Dann Österreich gegen Rumänien. Könnte man sagen, okay, vielleicht ein ausgeglichenes Duell, ist schon richtig. Ich tippe aber hier auf ein 2:0-Sieg von Österreich gegen Rumänien. Dann Belgien gegen Ungarn. Ich denke mal, das wird schon ein knappes Spiel, obwohl man sagen kann, natürlich Belgien Favorit. Ich tippe hier auf ein knappes 2:1 von Belgien gegen Ungarn. Dann haben wir Frankreich gegen Türkei.
Klar, das wird ein spannendes Spiel, auch vielleicht ein knappes. Ich tippe aber hier auf ein 2:0 zwischen Frankreich und der Türkei. So, England gegen Georgien. Gut, Georgien hat sich dann tapfer geschlagen bis zum Achtelfinale. Ich tippe aber dann hier auf einen 3:0-Sieg von England gegen Georgien. Dann haben wir Schweiz gegen Italien. Ja, ich denke mal, da werden die Italiener schon sich durchkämpfen und das Spiel 2:1 gewinnen. So, das waren jetzt meine Achtelfinaltipps. Dann geht's auch gleich weiter mit dem Viertelfinale der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. So, da haben wir Spanien gegen Deutschland. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich tippe mal hier auf ein knappes, spannendes 2:1 für Deutschland gegen Spanien. So, Portugal gegen Österreich. Ja, ich denke mal, da wird sich dann diesmal Portugal durchsetzen mit einem 2:1 gegen Österreich. Dann haben wir Belgien gegen Frankreich. Ist natürlich so ein Duell. So, klar, Frankreich, Topkader, Belgien auch sehr gute einzelne Spieler gerade. Aber ich tippe hier auf ein 2:0-Sieg von Frankreich gegen Belgien. England gegen Italien, das ist das Ex-Finale der letzten Europameisterschaft, wo die Italiener das Spiel ja gewonnen haben. Ich tippe diesmal hier auf ein 2:1-Sieg der Engländer gegen Italien im Viertelfinale. So, dann geht's weiter. Halbfinale. Deutschland gegen Portugal und Frankreich gegen England. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, er tippt Deutschland, Deutschland. Aber Deutschland hat auch dieses Jahr, dieses Mal einen sehr gut gemixten Kader von Nagelsmann schon sehr gut aufgestellt, finde ich. Und da hat man schon die Möglichkeit, auch die Euro zu gewinnen. Es kommt natürlich da auch bei manchen Spielen auf die Tagesform an. So, Deutschland gegen Portugal. Ich setze hier auf ein torreiches 3:2 gegen Portugal. Damit wäre dann Deutschland im EM-Finale 2024. Frankreich gegen England ist natürlich auch wieder ein Top-Spiel. Ja, ich denke mal, auch da werden sich dann aber die Franzosen durchsetzen mit einem 2:1 gegen die Engländer. Ja, das würde heißen, Finale bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Deutschland gegen Frankreich im Finale. Und das ist natürlich, das kann man jetzt tippen, wie man möchte. Deutschland Gewinner, Frankreich Gewinner. Ich tippe hier auf ein 1:0-Sieg von Deutschland gegen Frankreich im Finale der Euro 2024. Also nach meiner Prognose, meinen Tipps, würde Deutschland Europameister werden. Was sind deine Tipps? Was ist deine Prognose für die Europameisterschaft 2024? Schreib es komplett in die Kommentare. Hat's euch Spaß gemacht, dann danke ich euch für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Also, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.